Die Herbstprognose ist mit erheblichen Risiken behaftet. Wir dürfen uns von der leichten Verbesserung auch nicht blenden lassen. Der neuerliche Lockdown führt zu erheblichen Belastungen für die deutsche Wirtschaft. Deshalb muss jetzt schnell und konsequent gehandelt werden. Die FDP-Bundestagsfraktion fordert ein Sprint-Hilfsprogramm für Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft und den Mittelstand. Vor allen Dingen ist es erforderlich, jetzt einen Unternehmenslohn einzuführen und den Verlustrücktrag, also dass die Verluste, die jetzt entstehen, auf alte Rechnung zurückgetragen werden und dadurch Steuererstattungen für die Unternehmen entstehen. Wir wollen, dass die gesunden Unternehmen gerettet werden. Es kann nicht sein, dass weite Teile des Mittelstandes und die Arbeitsplätze dort jetzt in Gefahr geraten. Die wichtigste Maßnahme, die die FDP-Bundestagsfraktion fordert, ist die Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen, insbesondere in der Gastronomie, in der Veranstaltungswirtschaft. Wir wollen einen Unternehmenslohn und den Verlustrücktrag. Das heißt, Verluste, die jetzt entstehen, sollen mit den Gewinnsteuerzahlungen der vergangenen Jahre verrechnet werden. Dadurch erhalten die Unternehmen dringend benötigte Liquidität und das sichert Arbeitsplätze. Die Wirkungen des jetzt beschlossenen Lockdowns kann niemand abschätzen. Im Gegenteil, die Nachrichten, die wir erhalten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, deuten darauf hin, dass nach den Infektionswellen die Insolvenzwellen drohen. Bis zu einem Drittel der Unternehmen ist Akutinsolvenz gefährdet. Deshalb brauchen wir auch mehr als nur die Überbrückungshilfe im November. Wir brauchen ein Sprint-Hilfsprogramm für Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft und Mittelstand, weil ansonsten werden die Hilfen zu einem teuren Strohfeuer.